Ein wunderschönes Willkommen vom Acker. Erstes Signal ist da. Ich zeige euch gleich was. Ich habe es schon geputzt und zwar Koppelhaken Buntmetall. Ich habe schon mal geguckt, ob ich irgendwas hier drauf sehe, ist aber nicht. Hier ist dieses normale Pickel Wehrmachtsmuster drauf. Ich tippe den aber auf Ersten Weltkrieg. Einmal Koppelhaken, so kann es losgehen. Zweites, 1920. Was haben wir hier? 18er. Geackert, hier lag schon Schnee, hat sich gesetzt alles. Was haben wir hier? Was ist das hier? Nee, war's gar nicht. Da ist es drin. Blech. Also geackert, hier lag schon Schnee, hat sich schön gesetzt. Also hier müssten Signale kommen. 10, 11. Ja, guck, wie die Kamera eingestellt ist, ja. Ich verstell mir die immer, weil ich die in der Kameratasche hab. Immer noch 10er, aber relativ weit unten. Ja? Oh ne, ja. Ein Stück Draht. Nächstes Signal, wenn ich's hab. Hier haben wir das nächste. Eine Münze, aber die ist groß, die ist dünn, aber die ist absolut nicht platt. Ist die platt? Ich erkenne mich hier drauf gar nicht. Ich putze die zu Hause mal, wobei hier sehe ich irgendwas. Ich putze die zu Hause mal. Gleich daneben 15er Oberfläche. Wo? Da ist es, da haben wir es schon. Na? Doch ein bisschen größer. Ein. Das sieht wieder aus wie ein Teil einer Buchschließe hier. Meine Güte! Ja, definitiv. Wieder ein schönes Muster hier drauf. Ich putze das. Ich zeig's euch später. Wieder richtig schönes Muster hier drauf. Schien auch mal vergoldet gewesen zu sein. Doppelbing. Runde geht schon gut los. Müll ist zwar dabei. Hä? Wo denn? Also hier muss. Da muss es denn? Hier ist es drin. Was haben wir hier? Das ist wieder Kupferblech, hä? Kupferblech. Aber blank. 18, 19. Wetter wird langsam schlechter, vorhin schien die Sonne. Da habe ich heute wieder einen kleinen TikTok-Livestream gemacht. Aber jetzt zieht es langsam zu. Auch ich meine, solange das nicht regnet, ist ja alles gut. Da ist es. Wieder irgendwas. Das habe ich doch letztens schon mal gefunden, so ein Teil, irgendwo abgebrochenes Stückchen.
abgebrochene Stückchen von irgendwas Größerem aus. Was auch immer es ist, ja. 16er. Also ich habe jetzt hier diskriminiert, Allmetal ausgeschalten, weil hier so viel Eisensignale sind, das wäre sonst nur am Hupen und die Nerven habe ich jetzt nicht dafür, dass das nur hupt. Da ist es. Oh nee! Ein Wurstsippel! Das! Hier haben wir das nächste. Ein Klöckchen. Es ist kein Lot. Es ist ein Klöckchen. Hier sind Löcher drin. Das sagt mir, dass es sich um ein Klöckchen handelt. Es ist so recht leicht. Muss mal gucken, ob ich den Dreck hier rausspüren kann. Wo auch immer das mal dran gebammelt hat. Ein kleines Klöckchen. Schönes Ding. 13er Doppelping scheint aber ein bisschen tiefer zu sitzen. Ne? Schwenkgeschwindigkeit wieder 6. Komisch. Kann ich relativ fix schwenken. Komme aber auch auf eine ordentliche Tiefe. Ja. Nanu? Doch kein Fragment in der Glocke. Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, Fragment in der Glocke. Und im zweiten Moment denke ich es immer noch. Fragment eines Glöckchens. Gerade eben eine gehabt, jetzt wieder Fragment in der Glocke. Schönes 20er, 21er. Muss oberflächlich liegen. Zumindest so wie es klingt. Alter, wieder ein Knopf. Schön. Schön. Und hier ist was drauf. Hier ist was drauf. Wo sind jetzt meine Flaschen? Oh, herrlich. Was ist denn das wieder so ein Preußenknopf hier, hä? Mit Adler und Brustschild. Ja. Schönes Ding. Schönes Teil. So rum ist er richtig, ja. Ich weiß nicht, ob das ein preußischer Knopf ist, ja. Erkennt man den? Na, ich mache eh Foto. Herrlich! Zwölfer. Komm raus. Penny. Ah, hier ist es. Da ist es. Was haben wir hier? Ist das wieder so ein Stück von der Buchschließe? Nö. Blankes Kupferblech. Das nächste, das nenne ich meine Münze hier. Die fliegt gleich wieder in den Dreck. Aber blank, so wie es aussieht. Wirklich Scheibenkleister. Na ja, gut, wenn ich es in der Baumwoche runter habe. Da ist er richtig blank. Da habe ich hier irgendwas, ich habe da was drauf gesehen. Wo ist es denn hin? Da, 3 Pfennig, 1800 und 8, 9. 3 Pfennig, aber ich kenne sie nur als dickere Münze. Die ist relativ dünn hier. Hinten drauf ist sie nicht mehr zu erkennen, kein Wappen, gar nicht. Blank, aber wirklich, das sind Okolyten, ja. Das sind richtig dicke Dinger. Heute schien die Sonne, jetzt sieht es dort hinten aus, als würde es regnen. Danke. Schönes Signal. 15er. Der Wind kommt auch ein bisschen auf, aber wir lassen uns jetzt mal nicht beirren hier. Wir machen einfach mal weiter. Und wieder so ein Stück. Was ist das? Hier ist sogar was drauf. Hä? Oder? Ja. Sieht auch wieder aus wie so ein Stück von der Buchschließe her. Kann mich täuschen? Ich werde es mal putzen. 13, 14.
Jetzt muss ich mal Pinpointer mit nutzen, weil das so seltsam war. Das hat überall gehupt. Freizen, da haben wir es doch, hä? Hier ist es. Keine Münze. Knopf. Knopf. Ös ist zu sehen. Vorne, blank ist er auch nicht. Blank ist er nicht. Hier ist wieder so ein Radmuster drauf. Weiß nicht, ob man es erkennt durch die Kamera. Foto mache ich sowieso. Ein Knopf mit Öser. Er könnte Alu sein, Alu könnte Blech sein. Auf jeden Fall liegt es tiefer. Da ist die Vermutung eigentlich nahe, dass es Blech ist. Aber vielleicht haben wir ja mal Glück und es ist kein Blech. Auf jeden Fall liegt es tiefer. Das hat es mir angezeigt, ja. Oder sagt mir das Signal, das Schwenken. Ja. Ach hier. Da ist es. Was ist denn das schon wieder für ein Teil? Wieder so ein Fensterhaken hier. Der hatte schon mal Fensterhaken. Hat hier einer seine Wohnung entrumpelt oder was? Fensterhaken. Denke ich mal, dass es einer ist. Oder ist es ein Garderobenhaken? Ein klappbarer Garderobenhaken? Kann nur sein. Auf jeden Fall irgendeine Art von Haken. Herzlich willkommen zum Fund des Tages. Also das ist definitiv mein Fund des Tages. So, was ist es? Ein Ohrenschlüssel, aber so einen geilen habe ich noch nie gefunden. Hier ist mit einer Art Glasstein drin, war vergoldet. Absolut geniales Teil. Wenn der Ring oben noch dran gewesen wäre, wäre natürlich noch besser. War vergoldet, sehen wir hier. Restvergoldung ist noch dran. Das ist ein Taschenohrschlüssel. Aber exklusiv. Das lässt sich sogar noch ein bisschen bewegen hier oben. Ein richtig, richtig schönes Stück. Richtig geile Funde bis jetzt. Muss ich sagen, richtig geile Runde mit richtig geilen Funden. Das ist eine geile Weihnachtsrunde hier. Was ist mit dem Wurm? Das habe ich ja noch nie gesehen. Der hat einen Knoten in sich reingemacht. Was ist das für ein Kamerad? Was haben wir hier? Ein Stückchen Alu. Der Wurm ist geil. Der hat einen Knoten in sich reingemacht. 16er Oberfläche. Hier ist es doch schon. Das hier. Stück Zinkblech. Ja, das kann sich nicht so richtig entscheiden zwischen 20 und 25. Auf jeden Fall. Jetzt dachte ich, das ist das nächste. Ah, 21. Ah, das sieht mir schon wieder alles wie Blech, ja. Das hier? Oh, das Ende von dem Löffel. Das sieht aus wie der Rest von dem Löffelstiel. Das Ende eines Löffels. 18, 19. Aber Felder sind hier sehr viele frei. Wenn das Wetter mitspielt, habe ich hier noch Brot für die nächsten Wochen. Weil so schnell wird ja auf den Äckern nichts passieren. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Letztes Jahr war es genau andersrum. Da hat es das Wetter zugelassen. Aber die Äcker hat es nicht gehabt. Was haben wir hier? Ein Stückchen Blei. Vielleicht wieder so abgekniffenes Stück Bleirohr.
Das ist ein seltsames. Hier kann auch Eisen mit drinnen stecken hier. Nee, ist aber nicht der Fall. Ich habe jetzt gar nicht auf den Wert geguckt. Da ist es drinne. Was haben wir hier? Okay. Hier habe ich am Anfang immer gerätselt. Was sind das für Teile? Das ist ein altes Ventil. Einfach ein Ventil. Hier ist das Gewinde drauf. Ein altes Ventil. 12, 13, 6. Huh. Ach, hier ist es drin. Nanu. Nana. Was haben wir da? Was ist denn das? Eine Zinnfigur? Eine Zinn. Hä? Das ist. Was ist das? Was ist das? Das ist doch irgendein Ort. Irgendwas aus Zinn. Oh, was soll das sein? Das ist ja weder ein Zinnsoldat noch irgendwas anderes. Ein Zinnzaun oder was? Ein Zinnzaun, ein ZZ. Eine Zinnleiter? Ein Zinnzaun? Ja, was ist das? Sieht ein bisschen kurios aus. Schönes Signal. 21, 22. Das pfeffert frisch rein in die Ohren hier. Ja, jetzt weiß ich schon warum. Die Ostkohle, die knallt rein. Ein Pfennig DDR. Da ist er, der Kollege. Ein 13er. Oh Gott, in dem großen Stück da drin? Oh. Oh Gott, au, oh, habt ihr das Knacken hören? Das waren die Knie. Knackknie. Hä? Wo denn? Gibt's doch gar nicht. Penny, mach was. Penny, mach was. Okay. Das kleine Ding ja schon wieder. Ein kleines Stück Blei. Recht stabiles, starkes 22, 23er. Da war's doch schon. Ein Stück von dem Rohr. Hier ist das Gewinde noch, Innengewinde. Okay, 14, 15. Ja, war bis jetzt eine richtig, richtig schöne Runde. Also der Ohrenschlüssel schießt den Vogel ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist richtig geil. Das Blech hier, das braucht keiner. Hier ist wieder so eine Stelle, das sind gute Signale. Aber auch viel Schrott dabei. Ich habe jetzt gerade hier so Scharniere und so ein Zeug. Nee, das ist aber kein Schrott hier. Ah, Knopf. Schöner, großer Knopf, aber blank. Schade. Schöner, großer, blanker Knopf. 19, 20, 25, der Wind wird immer stärker. Schade. Wollte eigentlich nur ein bisschen machen. Aber so macht es dann auch keinen Sinn. 27er. Was ist denn das? Jetzt doch nicht. Oh, Mensch, Meier! Patronenboden einer Schrotpatrone. Das sah jetzt wirklich aus wie eine Art Ring. Ein Ring, Münze. Münzenring. Patronenboden, Schrotpatrone. So, das N20 machen wir zum letzten. Ich gebe es jetzt auf.
Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Danke für immer für die tatkräftige Unterstützung. Ich freue mich da immer sehr, gerade wenn ich hier sowas finde. Also, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Übrigens, das war ein Stück Kupferdraht. Ciao!